Herzlich willkommen zum heutigen Thema Alles zur Liquidität in der Hochrechnung. Für mich ist ja die Liquidität eines der wichtigsten Punkte in Mitarbeiterbindung. Klar, ist eines der vornehmlichen Arbeitgeberziele. Aber Liquidität und Liquiditätsreserven und alles, was daraus an betriebstechnischen Vorteilen erwächst, Stabilität, Krisensicherheit, Reaktionsvermögen bei Opportunities, die sich bieten und so weiter, ist natürlich die Liquidität und der Aufbau von Liquiditätsreserven von entscheidender Bedeutung. Wo findet man was in der Hochrechnung zur Liquidität oder zur Liquiditätsreserve? Das eine ist einmal der Liquiditätsverlauf im Unternehmen. Liquiditätsverlauf im Unternehmen ist eine reine Liquiditätsbetrachtung. Hier werden einfach rot dargestellt alle Abflüsse, letztendlich alles, was weggeht und das Unternehmen verlässt. Rot dargestellt, das sind die Kosten der Unterstützungskassenverwaltung, es sind die Versorgungsleistungen, die jeweils in den Jahren fällig sind. Es ist der PSV-Beitrag, hier mit einem sehr hohen durchschnittlichen Satz, pauschal kalkuliert 0,25%, dieses Jahr haben wir 0%. Das letzte Jahr davor haben wir gehabt 0,14%, also wir sind hier an der sicheren Seite, auch im langfristigen Durchschnitt. Und die Steuern der Unterstützungskasse, die so in der Gruppenunterstützungskasse überhaupt nicht kommen werden, weil ja immer wieder neue Unternehmen dazukommen, die Unternehmen wachsen und das aussterbende, gesamte Unterstützungskasse aussterbend, jedes Unternehmen aussterbend, wie hier das beim Einzelunternehmen wäre, das wird es ja so in der Form nicht geben. Aber das ist eigentlich das, was abfließt, mehr fließt nicht ab. Auch die Dotierungen, die Zinsen, die fließen nicht ab, weil die genauso umgekehrt sofort wieder zufließen. Das ist ja nur ein Zahlungsfluss, der letztendlich durch die Unterstützungskasse geschleust wird und nicht mehr als linke Tasche, rechte Tasche ist. Grün haben wir dann alles, was zufließt, die Entgeltumwandlung und die Sozialversicherungsersparnis obendrauf. Wir haben die Steuerersparnis, wir haben auch Jahre dabei. Da gibt es eine negative Steuerersparnis, das heißt einen Mehrsteueraufwand. Der kommt einfach deshalb zustande, weil das, was uns abfließt, weniger ist, wie das, was uns zufließt und dann bleibt halt Ertrag stehen und er führt dann zu Steuern. Manchmal ist es ein Jahr, zwei Jahre, manchmal sind es wie hier ein paar Jahre mehr. Das kommt auf die Altersstruktur und aufs Kollektiv letzten Endes an. Das ist meistens typisch nach den ersten 6 bzw. 7 Jahren, weil nach 7 Jahren normalerweise keine Dotierung mehr möglich ist und andere Aufwendungen durch Zinsen noch nicht in dem Maß und dann wächst man natürlich hier langsam wieder raus. Und dann gibt es auch in den Folgejahren die Steuersparnisse, die wachsen und dann natürlich auch wieder sinken. Hier als Sonderfall auch liquiditätswirksam eine Steuerbelastung. Da gibt es ein gesondertes Video, Beendigung der Unterstützungskasse. Das heißt, wenn ich das komplett auslaufen lasse, mehr Vermögen gebildet habe, als ich brauche und das Vermögen wieder ins Trägerunternehmen zurückhole, dann muss ich die Steuervorteile für das zu viel praktisch in einem Schlag zurückzahlen. Wo finden wir noch die Liquidität? Bei Anlage der freien Liquidität, da sind wir also hergegangen und haben diese freie Liquidität, das sind die Spalten nur wiederholt, die sind einfach nur Jahresbeträge, da können das jeden nachvollziehen, da lässt sich jeder nachberechnen, wie sich auch jede Zahl, auch die Steuersparnis auf den Cent nachrechnen lässt. Diese Spalte ist hier schlichtweg wiederholt und wir haben auch die Entgeltumwandlung und SV-Ersparnis und Steuersparnis hier nochmal aufgeführt und sagen dann und ermitteln einfach, welcher Zins ist für diese Beträge notwendig, dass das Ganze zum Schluss, wenn auch die hohen Steuerzahlungen fürs Aufhören bezahlt worden sind, der letzte Mitarbeiter verstorben ist oder in Ruhestand, welche Zinsen müssen eigentlich erwirtschaftet werden, dass es null auf null aufgeht. Wir gehen ja bei dieser Liquidität davon aus, dass wir vor der Entgeltumwandlung des Mitarbeiters Verwaltungskosten wegnehmen, Einrichtungskosten wegnehmen, PSV wegnehmen und die Restliquidität, die hier einfach bleibt Jahr für Jahr, so verzinst werden muss, dass auch der Arbeitgeberzuschuss zum Schluss noch als Zusage vorhanden ist, ohne dass der Arbeitgeber da irgendwas zahlt, weder Gebühren noch Arbeitgeberzuschuss noch Sonstiges. Und dann haben wir noch ein paar Alternativen mit höheren Zinsen. Das ist das Ganze im Prinzip nur dargestellt bei Kostenübernahme durch das Unternehmen. Das heißt, wenn der Unternehmer bereit ist, unsere Kosten, unsere Verwaltungskosten zu bezahlen. Weitere Ausführungen zur Liquidität
findet man üblicherweise auf Seite 6 unserer Hochrechnungen bzw. Konzeptionsberechnung. Hier haben wir zum Thema Finanzierung und Bankenunabhängigkeit einfach in 5 Jahren Schritten die Liquidität nach allen Kosten zusammengefasst und einfach nur aufaddiert, unverzinst. Das heißt, unverzinst haben wir nach 5 Jahren 308, nach 10 Jahren 661. Wenn es wieder zurück blättern würden, dann hätten wir hier nach 5 Jahren eine Liquidität von jeweils zuzüglich Zinsen. Das heißt, hier haben wir Abweichungen in der Zusammenstellung vorne, haben wir die reine Aufaddition der unverzinsten Liquiditätsblöcke pro Jahr und hier in der Anlage der freien Liquidität das Ganze aufaddiert in dieser Spalte jeweils mit Zins unter verschiedenen Zinsszenarien. Da sind es halt dann 356, 363 bei 4% Zins, bei 5% Zins 369. Ja, das sind die verschiedenen Stellen, aus denen die Liquidität sich entnehmen lässt und auch wenn man schneller mal durch die Hochrechnung führt, als zentrale Größe darstellen lässt. Damit bedanke ich mich wieder für Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.